So, hallo und herzlich willkommen zurück zur Schlacht um Borderlands. Was ist denn mit dir verkehrt hier? Oh, wieder ein Totenkopf. Ah! Ach komm, ich hab den doch erschossen. Und jetzt kommt der Bär. Goodbye. So, oh, ich liebe den Bär. Das klingt irgendwie verrückt. Aber diesen automatischen Mörser-Ding ist, der ist halt so cool. Der ist halt richtig, richtig cool. Und noch im Geschützturm rein. Oh, das ist mal, ja. Ja, komm. Hier kann ich nicht viel treffen. Oh, oh, oh. wo? So, ja, cool. Wann immer du bereit bist. Ja. Okay. Aber hallo, Kammerjäger. Wärst du bei Beginn der Invasion da gewesen, hätten wir Alleinstand gehalten. Jetzt läute die Glocke. Sorry. Warte, was erblicket da mein kleines Äuglein? Warte, wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Da komme ich hoch. Oh, oh Mann, das kann ich immer noch nicht zerstören. Was brauche ich dafür? Das ist so ein Special-Ding. So. Ja, komm. Blub. Bisschen Money, Money, Money. Und jetzt hier hoch. Und jetzt da rein. Und so ist der Schein. Ja, naja. Ah, ja, ja. Gut. Ich glaube, das war's und wir gehen weiter. Tui. Ah. Wir rellen mal die Bell. No. Ich brauche Iridium, um in die Einsiedelei zu gelangen. Es stärkt meine Sirenenkräfte. Ganz und gar nicht nebenbei bemerkt, was hältst du von Grabräuberei? Hab schon Schlimmeres getan. Weitaus Schlimmeres, ehrlich. Wow. Gut, auf dem Friedhof ist etwas Iridium versteckt. Irgendwas sagt mir, dass Ava schon da ist. Sie wird dir helfen. Ich war noch nie in der Einsiedelei. Es sind iridianische Schutzvorrichtungen darum, aber die müsste ich umgehen können. Es gibt da eine Passage in meinem Buch über alte Sirenentechniken. Ich hole es mir, da die Bibliothek nicht bewacht ist, und komme nach. Okay. So. Tschüss. So. Alter, hier muss man ja noch komplett nochmal komplett durchrennen und die ganzen hier Iridium Dinger abbauen, wenn man dann das Zeug dazu hat. Also, das Zeug dazu. Also, ja, ihr habt es schon. Komme ich da rein? Nee. Dann muss ich, da hoch komme ich bestimmt auch nicht. Komm schon. Sniperplatz. Was ist das denn? Das sieht aus wie dieser Drache aus. Äh,
Drachenzähne leicht gemacht. Da kommen sie. Als ob die mich hier gesehen haben. Come on! Alter! Chill! Chill mal dein Leben! Ja. Für die ist die Waffe nicht sehr geeignet. Für die aber schon. Der nächste bitte. So. Uiuiui. Oh Mann. Oh, ups. Voll blöd, ich habe den roten Totenkopf nicht bekommen. So. Ey. Alter, willst du mich verarschen? Junge, die haben mich so festgehalten, dass ich den Beschuss. Hör auf, deinen Kumpel zu fressen. Dass ich den Beschuss von dem Fliegerding nicht ausweichen konnte. So, ist jetzt Ruhe hier. Gut. Geht's hier irgendwo hin? Ah, hier, genau, hier kommen wir wieder zum Anfang. Aber vor allem, was wichtig ist, wir bekommen Heilung. So. Super important da. So. Oh, hi. Ganz genau. Come on. Ach komm. Ihr hättet mir auch helfen können hier. Ein Sniper? Naja. Ist nicht wirklich sonderlich berauschend. Ist hier hinten was? Irgendwas? Nee, wahrscheinlich nicht. Gut. Eva? Aber. Danke, bis später. Grabräuberin und angehende. Ja. Kammerjäger. Na, dann bin ich mal gespannt, was die kann. Plündern. Aber hey, du bist echt Kammerjäger wie Maya früher mal? So mit Abenteuern, Universum retten, Bösewichte killen? Ja, ich darf so gut wie immer üble Burschen platt machen. Ist toll. Ja, das ist so verdammt cool. Ich könnte sterben vor Freude. Ich werde auch Kammerjäger. Oder ich wäre es gern. Wenn Maya mich mit mehr beauftragen würde, als diese muffige Bibliothek zu bewachen und endlos auf Wasser zu starren. Entschuldigung, ist echt fad hier. Und plündern wir jetzt den Friedhof, oder was? Was hast du zu bieten, Thor? Nichts, du Null! Na los! Oh. Du bist... An alle! Hier spricht Captain Trott! Die Mönche sind auf diesem gruseligen Friedhof! Erledigt sie und macht mich stolz! Dann schmittiere ich
eine Runde Softballs. Ja, Bärentime. Die eigentlich in meinen Das Grab krieg ich ohne Probleme auf. Was hast du zu bieten, Grab? Nichts. Schon wieder? Das hast du doch gerade schon gesagt. Maya sagt, die Mönche haben Iridium in die Gräber getan, damit die Toten im Jenseits was zum Ausgeben haben. Wir zahlen es später zurück. Also, wenn wir nicht auch tot sind. Mhm. Das wäre lustiger, wenn die dann hier in den Geschützturm reingehen würde. So. Dann plündern wir mal. Ja, blöd. Aber ich weiß, wo wir es noch probieren können. Oh, wie so ein Luftballon. Gut, wo ist sie jetzt hin? Da drüben hin. Alter, wie die Eva mitten in die Masse geht. Na, wenn man nicht sterben kann, meine Güte. Selber. So. Du bist erledigt. Erledigt. Ja. Alter. So. Action Time. Ah, das ist Eva. Ah, das war's, oder? Ach ja, der Bär. Der Bär, der Bär. Wieso ist das klebrig? Keine Ahnung. Warte. Okay.
Seit ich hier bin, will ich in diese Einsiedelei. Verschlossene Türen drücken mich nicht in den Fingern, Mann. Ah, warte mal, ich mach mal. Warte, Soundmusik. Ja, das ist eigentlich egal. Ja, ein bisschen lauter hier. Damit man alles hört. Ja, vor allen Dingen die Dialoge sind ein bisschen leise, glaube ich. Warum? Warum? Du bist nicht gewinnt. Das läuft wie am Schnürchen. Yay. Falschen angelegt. Los, her damit. Hui. Ah, ich muss niesen. Ja, warte noch. Hier kommt was! Jo. Ja, du kannst doch eh nicht sterben. Gut. Iridium. Cool. Bringen wir das Iridium zu Maya. Sniper. Ah, minus 20% Waffenschaden. Ja, nee, das ist nicht gut. So. Ah, war ja klar. Komm schon, wir müssen los. Ja. Was bist du denn für eine Grabräuberin, die die ganzen Kisten leer lässt? Lelelelele. Warte, hier ist ein Kabel nach hier, aber warum? So. Dann gehen wir mal darum. Darum.
ganzen Spaß beim Maliwan bekämpfen für sich. Scheiß drauf! Dieser Trond ist voll übel und ich will ihm selbst in die Eier treten. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Kann ich sie nicht davon abhalten oder so? Ich wette, hier geht's lang. Ja. Weil sie will den ganzen Spaß. Eva, geh und schütze die Kornkammern. Der Kammerjäger kann sich um Maliwan kümmern. Oh, verstanden, Maya. Bin unterwegs. Ständig muss ich Archive, Lager oder Heilige irgendwas beschützen. Wir sehen uns, Kammerjäger. Hm. Eva hat dich ja richtig ins Herz geschlossen. Prüf mal deine Hosentaschen. Sie war blinde Passagierin auf einem unserer Handelsschiffe. Wir sind uns begegnet. Sie wollte mein Buch klauen. Statt sie von einer Klippe zu stoßen, machte ich sie zu einer Schülerin. Ich habe mein Buch und bin gleich unterwegs zu dir. Ich muss nur noch kurz... Sterb, wir kommen gleich! Bleib liegen, Lusche. So. So. Gut. Ich wette, die Eva, wie man sie jetzt ausspricht, macht noch irgendeinen Scheiß. Darauf fertig. Bringen wir es hinter uns. Sie ist ja wieder so ein Charakter, der überhaupt keine Ahnung hat und denkt man, ja, lässt den ganzen Spaß, also, ja, da ist er noch. Mönche von Athenas, hier spricht wieder Captain Trond. Ich verliere langsam meine scheiß Geduld, also drücke ich mich möglichst höflich aus. Zieht es noch in Betracht aufzugeben, während wir euer geschätztes Erbe zertrampeln, weil wir besser sind als ihr. Oh, das, ui. Das macht echt Sinn. Gut, ja. Flatschi Flatsch. Zerstört! Also gut, Eva. Wo ist es? Eva. Nicht hier. Oder sonst wo. Weil ich gar nicht weiß, wovon du redest. Also kann ich auch nicht wissen, wo es ist. Schon klar. Das Buch. Ich sehe es in deiner Tasche. Gib es her. Meinetwegen. Ist eh Mist. Ich kann das Zeug sowieso nicht lesen. Nun, das wirst du eines Tages. Moment mal, ich trage es immer bei mir, außer wenn ich schlafe. Hast du dich in mein Zimmer geschlichen? Nö. Hab's in einem Vogelnest gefunden. Hey, wer ist Nyriad? Keine Ahnung. Wo hast du den Namen denn gehört? Hast du im Schlaf vor dich hergemurmelt. Und du hast das vom Vogelnest aus gehört. Kacke. Hm. Gut. So, für den Roten brauche ich meinen Sniper.
weil die Shotgun ist für den ist gegen den roten Totenkopf nicht so geil. Na, komm. Schaden. Ja. Genau. Ja, das einzige Gute daran ist halt, dass es keine Muni verschlingt. Aber für 35 Schaden, das ist nichts. Na, jetzt komm her. Achso, ist schon tot. Erwischt und abserviert. Mhm. Ich sehe totes Fleisch. Und letzter Schuss. So. Gut. So, naja, 200 Euro. Dollar. Dollaris. Terror. Jetzt mal halblang hier. Flatschi. Ah, nee. So. Ja, mein Money ist immer gut. Da drüben ist auch nochmal. So, und wir müssen jetzt schon wieder aufhören. Danke fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.